Also ich kann Sie beruhigen, Herr Sitzungspräsident, der Saarländer kommt heute nicht mehr. Der ist mir nämlich gerade hinter der Biene in mein Haus gelaufen. Und da hat er da gelegen. Getreu dem Motto, siehst du einen Saarländer liegen, blas ihn auf und lass ihn fliegen. Nee, ich hab mir für das hier fest vorgenommen, ich mache in der Sitzung keine Witze über Saarländer. Na, liebe Freunde der Waldluft, ein Mensch kann sich ändern, ich nicht. Saarland wird 50. 50 Jahre Wahnsinn in Dose. Nee, das mit der Saarländer, das ist ja schön. Ich sag, ich bin ja mittlerweile zum Freund geworden. Und deshalb, liebe Freunde der Waldluft, machen wir jetzt was. Ich gratuliere heute offiziell dem Saarland zum 50-jährigen Rinderwahn. Und dazu erheben wir uns alle von den Plätzen. Wir gratulieren einem dankbaren Volk, dass sie noch weiter so machen, damit ich noch mal Spaß mit denen habe. Und jetzt spielt die Kapelle Happy Birthday to you. Sich da drüben. Hast du, muss ich euch was erzählen? Ich hab mir jetzt ein Musikgeschäft aufgemacht. Nicht? Ein Musikladen. Jetzt pass auf. Kommt da einer neu, sag ich herzlichen Glückwunsch. Sie sind der tausendste Kunde. Sie dürfen sich jetzt aus meinem reichhaltigen Sortiment zwei Instrumente aussuchen. Sagt er auch, das ist aber schön. Ach Gott, die bewegen sich ja. Hey, ihr seid ihr noch wach? Alle mal die Hände hoch! Alle die Hände hoch! Und so bleiben wir, bis ich fertig bin. Hey! Halt! Sagt er, das ist aber schön, dann hätte ich gern da oben die rote Trompete und das weiße Akkordeon. Hey! Da habe ich gesagt, was wollen Sie? Ei, die rote Trompete und das weiße Akkordeon. Da sagte ich, guter Mann, Sie kommen doch bestimmt aus dem Saarland. Sagt er, ja, warum? Da sage ich, der Feierlöcher können Sie mitnehmen, aber der Heizkörper bleibt da. Ach, hier, Kinder. Hey! Du, pass auf. Guter. Der helle Wahnsinn. Die im Saarland haben ja schon angefangen zu feiern. 50 Jahre Wahnsinn. Jetzt pass auf, hatten die ein großes Holzfest. Oh, riesig groß. Und da war eine Schießbude. Dachte ich, komm, Molly, stell dich mal da hin, guckst du mal, was da los ist. Nicht? Jetzt pass auf. Kommt da um die Ecke ein Saarländer, sternhagelvoll, greift sich ein Gewehr, lädt an, pff, 10 Schuss, 10 Treffer. Hat er den Hauptpreis gekriegt? Ein Wasserschildkröt. Ja, so kleine Wasserschildkröte. Der Saarländer kriegt die Wasserschildkröte, verschwindet. Du, Viertelstunde später, kommt er gerade wieder um die Ecke, Sternhagel voll, geht an die Schießbude, 10 Schuss, 10 Treffer. Der Hauptpreis, was hat er gekriegt? Ein Wasserschildkröte. Waren ja auch schon an der Schießbude. Pass auf,
Der verschwindet mit der Wasserschildkröte. 10 Minuten hat's gedauert, kommt er wieder um die Ecke. Gewehr lädt ab. 10 Schuss, 10 Treffer, was hat er gekriegt? Nee, Teddy. Und da hat er den Teddy in der Hand gehabt. Hepp! Da hat er den Teddy in der Hand drin gehabt. Da hat er geguckt. Also den will ich nicht. Hat er nicht noch von denen leckere Fischbrötchen. Kannst ruhig weitermachen. Stellt euch vor, ihr seid in einem dunklen Wald. Überall ist es, ja, schön, wunderbar. Überall ist es dunkel. Nebel, also Nebel. Spinne. Schlange. Und ein paar Wildsei. Und mitten in diesem finsteren, dunkle Wald steht ein Baum. Falsch. Ein großer Baum. Und auf dem Baum sitzen 3 blutrünstige Vampire. Ganz schlimme Vampire. 2 Pelzer und ein Saarländer. Jetzt pass auf. Auf einmal flieht der eine Pelzervampir nur rechts fort. Nur eine Viertelstunde kommt er wieder. Von oben bis unten total mit Blut verschmiert. Haben die anderen Zwecke von ihm, wo warst denn du? Sagt er, sieh da unten die Lichter. Ja. Da war Geburtstag, 100 Leute, alle gesagt. Und dann ist der andere Pelzer fort. Nach links. Nur 10 Minuten ist er wieder gekommen. Total mit Blut verschmiert. Sagen die anderen 2, wo warst denn du? Sagt er, sieh nicht ohne die Lichter. Ja, da ist im Franktal Fernsehsitzung. 700 Leute, alle gesaugt. Und dann ist der Saarländer fort. Nur 5 Minuten ist er wieder gekommen. Total mit Blut verschmiert. Und die anderen 2 sagen, ey Saarländer, wo warst denn du? Sagt er, hosch. Sie hat ohne die Mauer. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ahoi! Der Auspuff, der tut stinke. Der Tank, der ist kaputt. Der Blinker tut nicht blinke, die Tut macht nimm mit Hut. Jetzt hat er noch 2 Blatte und das bringt mich in Rage. Die hat eine Macke, die Kupplung ist im Arsch. Aber die Fasernacht soll sauber bleiben. Gas, Heil und gut Luft, ihr seid dumm, wann ihr laufe. Ich war mir vor, es hier ein Auto gekauft. So NS Fett Messer Prinz Gogo Kadett, gebaut 68 als Cabriolet. Er hat 5 Besitzer, er ist schon gebraucht. Der Tank hat 3 Löcher, der Auspuff, der raucht. Von vorne hat er die Form wie ein Tanker. Die Handbremse zieht nicht, drum haben wir einen Anker. Den schmeißen wir raus, all das macht uns so freit. Der Tacho ist futsch, doch wir wissen Bescheid. Bei 40
beginnt unser Kieler se Dampe. Bei 50 fliehen Birne aus sämtliche Lampe. Bei 60 kann man die Katernwelt spüren. Knapp über 70 verliert er die Tiere. Und ruft unser Louis wohl laut und verwundert, mir flieht mein Gebiss fort. Dann haben wir noch 100. Neulich stand ein Saarländer vor mir in der Mitte und kreischt, verschwind mit einem dörmlichen Schlitte, dein Rostlaub gehört in die Saar versenkt. Dem habe ich gezeigt, wo der Hammer hängt. Und latsch auf den Benzel und trick auf die Tut und sieh auf einmal nur noch dem sei Hut. Dann sechelt der Knilsch, ansonsten kein Haster, so an die 5 Meter, ganz knapp übers Plaster. Und ich hör zu meinem Schreck, wie laut einer rief, geb Tränen, die Saarländer fliehen heut so tief. Wir fahren mit dem Auto als Quer und als Kreuz. Wir waren schon in Lautern und wir waren in der Schweiz. Da haben wir beladen bis oben die Chaise mit Schokolade und Kaffee, mit Uhren und Käse. Ich verstaue noch schnell in meinem Dekolleté 6 Pfirsicher Zigarre. Und da waren sie ein paar mehr. Und die Vöglein, sie zwitschern und der Käse hat gestunken. Und er hat an der Grenze Giftswäsch gewunken. Ich sah einen schönen guten Tag. Da meint doch der Dolle wohl auf, Kameraden, was gibt zu verzollen. Er krabbelt ins Auto. Meine Kinder tun schluchzen. Er klopft an meine Buße. Da tun ich laut juchzen. Holla die Höhe. Er hat mich verwischt und gar nicht so ohne hoher genau meine erogene Zone. Und er schnuppert mit seinem Schweizer Zinke an meine 2 Airbag, am rechten und am linken. Herr Schweizer schellt mein Schorsch voller Entrüstung, Flosse weg von der Frau ihre Brüstung. Das ist meine Frau und kennt Schweizer Leckerli. Ach, Schorschi, bleib cool. Er ist erst an der Höckerli. In den Sperrbezirk kommt ein netter Filou. Von da bis nun ist verdänne die Mehl zu. Jetzt lass nicht doch fuschele. Er macht nix kaputt. Er sucht nur die Zigarre. Und das tut mir so gut. Mit den Kindern, meinem Schösch und unserem Louis, dem Dolhingel, habe ich eine Spritztour gemacht nach Ludwig Zwingel. Das Leid in der Pals, der Unna an der Grenze, der dritte Weg links in der Permesenz. Vor dem Ort war ein Schild für Auto und Hänger. Es grüßt Ludwig Zwingel, die Gasse werden enger. Und kaum waren wir auf der Hauptstraße drauf, da taucht so Amischlitte vor uns auf. Ein geiles Schiff. Ein geiles Schiff. Und der Boy hinterm Steier, der macht mich ganz wahres, ich hab gebrennt wie Feier. Und denk so für mich, der ist bestimmt gut beim Sex. Nicht wie mein Schösch. 3 Minuten hopp und dann Ex. Und wie der Yankee ruft, hello Miss Miller, come back. Los, die Steierrad schnärrig war hin und weg. Und schon war sie tot, die Karambolage. Das Radio spielt Radetzky-Marsch. Meine Kinder heilen. Mein Schösch weiß, wie warte. Dann war er verschwunden, mein Göttergatte. Und in dem Durcheinander mit auf der Straße hat unser Louis aus dem letzten Loch geblos. Sie jammert erbärmlich und erblech und Scherbe. Grüß unser Dackel,
Ich glaube, ich muss sterben. Doch ist dein Unglück noch so groß. Es birgt ein Glück in seinem Schoß. Ich hatte nämlich Glück bei unserer Tournee. Mein Schösch hat unterm Auto und ich unterm Ami gelegen. Rum daheim habe ich die Scherbe. Herr, ich wäre jo beinahe nicht gekommen. Ich war jo mit meiner liebe Alte auf so einer Alpenexperimentation. Jetzt sind wir mit so einer Fliegermaschine da hinaus auf das Himalaya gefliegt. Jetzt haben wir ja keine dort gar nicht landen, weil die da unten auf dem Flugkreisverkehrshafen so arig verkehrt sind. Jetzt sind wir da oben gegrissen und gekreist und gegrissen. Hier auf einmal ist die Maschine tiefer. Und mein Essen her. Und auf einmal war die Maschine unten. Und mein Essen Hummer. Ich habe ein paar Backe gekriegt wie so ein vierstöckiger Feldhamster. Ja, da hab ich's keine nicht mehr halten und hab meinem Vordermann so anderthalb Handvoll in der Hemdkrage gelegt. Dann hab ich den Lebensmittelorte mit Schulterband verliehen. Ja, dem sind die Brocke so in die Schuhe getritzt. Ja, da spritzt er aus dem Sitz raus und sagt, Sisi, ferkel sie! Hat meine gesagt, guck dich mal an. Ja, und dann ist auch schon die Stevadiererin gekommen, versaubert zu machen. Ein Apparatgerät. Ein Apparatgerät. Die hat eine Figur gehabt. Und das war nur der Kopf. Hier nach der Landung sind wir gleich ins Hotel gefahren worden, in das Absteichenbärchen. Hier, jetzt bin ich da die DNA, schwupp war meine verschwunden. Hier, jetzt habe ich die gesucht, ist noch so ein einsamer ihrer Enkelchen gekommen. Habe ich gesagt, suchst du auch dein Aldi? Hat er gesagt, ja. Hab ich gesagt, wie sieht denn die aus? Hat er gesagt, die ist 1,80 Meter groß. Lange, blonde Haare. Maße 90, 60, 90. Schwarzer Minirock. Stringtanga. Und tragt nie BH. Dann sagt er mir zu mir, und wie sieht deine aus? Hab ich gesagt, vergiss es, wir suchen deine. Ja, und mit dem bin ich dann an die Theke einer Trinke. Auf einmal stellt er sich hin und sagt, ha, ich habe vor meiner Ehe nie mit meiner Frau geschlafen. Und du hättest da? Habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie heißt denn deine Frau? Aber Frauen hat's dort gegeben. Frauen! Hier, da hab jo ich so ein eindeutiges Angebot von so einem Tätsche gemacht.
Da bin ich mit der aufs Zimmer. Wollt grad so die Bette durcheinander wielen. In dem Moment kommt der ihr Alter die Idee rein. Ich's Fenster aus, da war ich gestanden auf der Fensterbank. 50 Grad minus. Die Fensterbank war arschglatt. Und pst, bin ich ausgeritscht, abwärts ich nun zu sich. Aus dem 15. Stock. Während dem Fluch hab ich gesagt, lieber Gott, wann ich das überleb, ich räch nicht mehr, ich sauf nicht mehr, ich liech nicht mehr und ich hab nichts mehr mit anderen Frauen. Herr, in dem Moment schlag ich immer riesige Schneehaufen auf, guck so einmal vorne runter, nichts passiert, heißt er mehr babbelt als wohle Scheiß. Ja, und nichts geht ja schneller rum wie der Urlaub. Heim zu sich bin ich dann mit der sibirischen Eisenbahn gefahren. Je zuckt mir gehe immer im Abteil so eine sibirische Nonne. Die hat die Bibel gelesen. Jetzt war der ihr Kutt ein bisschen verschoben, das Knie war freigelegt. Jetzt hab ich der die Hand auf das Knie gelegt. Sagt die Kapitel 5, Vers 3, 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 ich die Hand zurückgezogen, der die Bibel abgenommen, noch geguckt, Kapitel 5, Vers 3, mein Sohn, du bist auf dem richtigen Weg. Was leid. Die ganz Hickser sehe die von Frankenthal. Dieselbe Gage wie jedes Jahr. Lauter gutes Chores, ja. Also ich wäre schon früher gekommen, aber mir hat den jungen Mann in den Bus geholfen. Ich wollte gar nicht mit, ne. Und dann hat mich noch ein Polizist angehalten, bloß weil ich mit meinem Steck noch schnell bei Rot über die Ampel bin. Ach gut, hat er mich angegriffen, was mir einfallen tät. Dann wollte er meinen Ausweis sehen. Hab ich vor lauter Schreck meinen Schminkspiegel verwischt. Hab extra noch drauf geguckt, ja, es ist meiner. Ne? Und hab ich's ihm gegeben, der guckt drauf, auf einmal war der wie umgedreht. Ach gut, war der freundlich, hat er gesagt, gehen Sie ruhig weiter. Sie hätten doch gleich sagen können, dass Sie bei der Polizei sind. Ne? Ja. Also, wie wir dann da angekommen sind, haben sie gesagt, schön, Fräulein Baumann, dass Sie noch leben. Was wollen Sie denn trinken? Champagner, Prosecco, Weißwein, Rotwein, Bier, Likör, Schnaps. Oh, die Lisbeth gesagt, bitte genau in der Reihe folgen. Also, ich habe ja schon einen kleinen Stuberisch. Aber die Lisbeth, die hat zwei Gläser mehr getrunken. Und dann werde ich immer so hemmungslos. Hat sie zu mir gesagt, Anna, hat sie gesagt, jetzt sagt man doch einmal so was richtig Dreckiges, Versautes ins Ohr. Hab ich gesagt, dein Kisch. Ja. Also, und dann hat mich der Präsident empfangen, hat er gesagt, Fräulein Baumann, jetzt machen wir erstmal eine lila Pause. Dann gebe ich Ihnen ein Ferrero-Küsschen. Und dann zeige ich Ihnen die längste Praline der Welt. Ne. Ich sagte, Sie, mich darf ein Mann erst nach der Hochzeit berühren. Hat er gesagt, alla gut, und ruf mich an, wenn keiner toscht. Ne. Also, der hat mich geduzt. Der hat gar nicht gemerkt, wie alt ich bin. Der am Eingang hat auch gemahnt, ich wäre die Verona Feldbusch. Ne. Aber ich bin's nicht. Ich hab meinen Verstand im Kopf. Ne. Ja.
Das liegt bestimmt an meinem Trainingsoutfit, ja. Also mein Doktor ist schon ganz stolz auf mich. Aber legt Schwarre nicht gut drauf. Hat er gesagt, gut, dass Sie kommen, Frau Baumann, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Ihr Scheck ist zurückgekommen. Wo habe ich gesagt, es mischt nichts mehr Räume an. Ne? Also ich bin ja noch recht fit in meinem Alter. Bis auf die Knie. Ne? Mein Doktor meint ja, ich hätte so flott gelebt. Flott gelebt habe ich schon, aber doch nicht mit den Knie. Ne? Und wie ich mich dann wieder angezogen habe, hat er gesagt, Fräulein Baumann, ich möchte nicht indiskret sein, aber Sie sind untenrum etwas derangiert. Ihre Strümpfe schlagen Falten. Da habe ich gesagt, vielen Dank, Herr Doktor, ich habe gar keine Strümpfe. Oh, ne? Habe ich zu mir gesagt, so geht's nicht weiter. Dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Ja, bei der Aerobik. Sieh, das ist ganz schön anstrengend. Da hopse mir auf die Stelle, klatsche in die Hände, schmeiße das linke Bein hin als rechte Ohr und das rechte Bein hin als linke Ohr. Aber daheim mache ich die Übungen nicht mehr. Ich war letzten 14 Tage vom Spiegel geleiert, bis die Feuerwehr mich gefunden hat. Nee. Sieh, aber ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Bloß mittwochs mittags nicht. Und samstags und sonntags auch nicht. Da sind die Arztpraxen nicht besetzt. Nicht. Und ins Klinikum will ich nicht. Ich reanimiere in meinem Alter nicht mehr. Nicht. Ja. Ach, und nach der Aerobik gehen wir noch immer in die Disco. Nicht? Aber da tanzen wir kein Walzer, da tanzen wir so Techno und Hip-Hop. So mit zackischen Bewegungen, nicht? Hat letztens so ein Rotzer gesagt, du Mutti, Alter, vorne, jetzt kommen sie zum Sterben schon in die Disco, nicht? Aber ich hab ihn gekannt, den Drecksack. Das war unser Zivil, unser Zivildienstleistender, ja. Das sind die, die mit der Waffe in der Hand nicht töten können und dann probieren sie es mit Essen auf Rädern, nicht? Ja. Was euer Heim leider, dass ihr da seid. Also ich auf den Friedhof gehe ich schon selten, die Lisbeth Efter, ja. Also die war dreimal verheiratet und ist dreimal Witwe. Das ist eine Aufgabe, die muss auch schon mal gießen. Ne? Ich helfe, der erste Mann ist an einer Fleischvergiftung gestorben, der zweite Mann ist an einer Pilzvergiftung gestorben. Und im dritten Mann ist der Kischenschrank ins Kreuz gefallen. Er wollte so einen Fisch nicht essen. Ne? Ja. Sie, wie schlecht auf dem Friedhof war, auf einmal ist ein Gewitter über mich reingebrochen. Ach Gott, ich hab keinen Schirm dabei gehabt. Sie, ich war pudelnass, die Hohe aufgegangen, alles nass. Hab ich zum Friedhof zwei Tage gesagt, können Sie mir mal sagen, wo hier Grabfeld 7 Nummer 8 ist? Hat er gesagt, das sind die Richtigen. Nachts rauskrabbeln und dann nicht mehr heimfinden. Ja. Mein Doktor hat ja letztens auch zu mir gesagt, wollen Sie nicht langsam mal eine Patientenverfügung machen? Ne? Hat er gesagt, Frau Baumann, wenn es mal so weit ist, wie wollen Sie dann sterben? Da habe ich gesagt, also, Herr Doktor, wenn ich mir aussuchen darf, dann ich gern sterben wie die Hermine. Denn die Hermine ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Sie ist einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Gibt es in meinem Alter was Schöneres wie einschlafen und nicht mehr aufwachen? Aber ich sage Ihnen auch, wie ich nicht sterben wollte, wie die Adele. So grausam wollte ich nicht sterben. Die war nämlich nicht mehr der Hermine im Auto. Guck, wie die am Steuer eingeschlafen ist. Ahoi! Stellt doch das Zeug an. Mann, ist hier so verblüfft. Das hat man doch heute Mittag gesagt, Herr Schaff, da haut's dir über den Stiel noch da hin, wenn man Freude in den Weg reinhockt. Ja, Herr Schaff, und lernt das Zeug ordentlich stau. Wo da hin? Sag mal, guck doch jetzt so, Bulli. Du, ich sag dir alles. Von einer schwäbischen Bedienung sagt man, sie ist schon freundlich, solange sie nicht handgreiflich wird.
Glaubst du, aber wir sind doch jetzt in der Stadt, jetzt bist du ein bisschen netter und... Hock doch du auch ein bisschen ständig netter. Sei doch ordentlich ein bisschen, jetzt tust du die Leute bedienen und tust ins Essen bringen. Glaubst. Also ich sage euch alles, dass das, was rum die Zeit esset, das wächst auf dem direkten Weg an Arsch. Sag mal, tu doch jetzt so unverschämt da hin. Glaubst du, die fragen wir ja, das ist ja das Gute bei dir. Das ist ja gut sein. Aber man muss ein Geld bei ihr Wasser oder wie? Ja, ist doch wahr. Glaubst du, jetzt brauchst du nicht so nahe tun, bloß weil der alte Bulldog hier ist. Das wird reichen. Weißt du, ich sag dir, ich bin schon sagen, mich geht's verreißen. Du doch. Und wenn's mich verreißen, dann haut's dir die Fetzer um den Gosch rum. Glaubst du, pass auf, tu doch ordentlich jetzt, weißt du? Weißt du, mein Weib, ich sag dir, mein Weib ist in die Hälfte, verstehst du? Du weißt, vor 3 Wochen hat sie sich bei Wetten, das beworben. Guck mir jetzt so an. Weißt du, was sie gewettet hat, hä? Dass sie von 10 Postauto mindestens 5 an der Farbe kennt. Du. Du hast Glück, dass sie Klarheit hat. Nein. Also, das darf man ja auch erzählen. Sie heizt am Lied so gerne. Das gern, hat jetzt sein müssen, gell? Freilich hat sein müssen. Glaubt, er springt doch jetzt so schnell da der Ruin auf. Also, jetzt. So. Das darf man auch sagen, die Leute. Verstehst du? Da ist nicht recht, wenn man das erzählt. Ich hau ja eigentlich nicht viel sagen wollen. Aber pass auf. Letztes Jahr im Herbst war das Gleiche. Ich hau halt vergessen gehabt, verstehst du? Dass ich hätte Holz holen sollen für den Winter. Dann sage ich zur Lene, du, ich habe das Holz holen vergessen. Dann sagt sie, das ist egal, weißt du, was ich da tue? Dann nehme ich meinen Bulldog, häng den Anhänger hinten und dann fahre ich in den Wald auf, einen Holzbeig, ne? Und wenn jemand um den Weg ist, dann lade ich ein. Verstehst du? Klauen hat sie wollen. Du, und tatsächlich, es ist schon Nacht gewesen, fährt du mit dem Bulldog und ihrem Anhänger in den Wald auf, tatsächlich ein Holzbeet drin. Du, und du fährt sie rein, links und rechts guckt, kein Mensch um den Weg, und dann hat sie angefangen einladen. Und wie es der Teufel will, kommt der Förster vorbei und sagt zu meiner Lene, was tust du da? Na, sag du zu dem, ich hol Hasenfutter. Na, sag der Förster, und das fressen deine Hasen. Na, sie gesagt, wenn sie es nicht fressen, kann sie eben noch verfeuern. Du, letztes Jahr haben wir 2 goldene Hochzeiten gehabt. Das hat doch jeder Hund gehabt mitgeredet. Ja, das ist doch in der Zeitung gekommen, hat man das nicht in der Zeitung gelesen, der Hunde? Du, das ist du. Da war das Justinge, war da Highlife, das sagt er. Du, dann hab ich gedacht, ja, was tust du auch mit der, weißt du, an der goldenen Hochzeit? Dann hab ich gedacht, ich fahr mit der auf Rom da, weißt du, Stadt der Liebe und so. Da sind wir noch nicht. Und dann bin ich da so mit der geschlendert und dann ist der Trefi-Brunnen gekommen. Das ist doch so ein Wunschbrunnen. Du, dann bin ich da reingelaufen. Hau mein Geldbeutel raus, hau ein Minzgeld rausgeholt und hau du im Minz in den Brunnen reingekriegt. Also geworfen. Du, noch hau ich mir etwas gewünscht. Du, noch ist meine Lena auch in den Brunnen. Das erzählst du mir aber jetzt. Freilich kann man es erzählen. Du, auch der Geldbeutel raus, will das Minzgeld da reinwerfen. Du, und dann hat sie leichtes Übergewicht gekriegt, weil sie sich 2 über den Bäckerin gebeugt hat. Und du, und fällt in voller Länge, fällt du in den Brunnen rein. Du, ich hau noch bloß vor mir reingelacht und hau gedacht, das funktioniert tatsächlich. Jetzt ist noch heute genug, Kunde, gell? Jetzt reicht's. Was wird man sagen? Ich habe einen Wunsch gehabt. Einen richtig echten. Ja, wahrscheinlich, dass der Bulldog nicht mehr hier wäre. Ich schwätze auch keinen Pepper auf da hin. Ich habe mir gewünscht, dass du nicht mehr so schnauchelst. Das tue ich doch gar nicht. Schnauchelt er dich auch so? Ah ja, siehst du. Du, mein Nachbar hat mir da ein einwandfreies Rezept gesagt. Du hast gesagt, wenn dein Mann schnauchelt bei Nacht, dann musst du einen Backstallkäse nehmen. Und dem unter die Nase nachheben. Ein Limburger.
Ja, sonst geht es schon mit dem Schwäbischen, oder? Ja, ja. Also, das hau ich da. Also, meine Mutter ist heimgekommen bei Nacht um 11, weiß ich, kaum in der Schlafstube hin, ins Bett reingeflaggt und schon hat er angefangen zu reziehen. Und dann hau ich den Backstuhlkäse aus meinem Nachttisch raus. Du, das war so ein richtig Räsehund. Du, da, der hat so gestunken, da hat der Herrgott dem Herrgottswinkel den Kopf hängen lassen. Und wenn der noch angefangen hat zu reziehen, habe ich den Backstuhlkäse dem unter die Nase gehebt. Du, dann hat er einmal reingezogen. Dann weißt du, was der zu mir gesagt hat? Lena, sei so gut und deck dir auch zu. Wir haben jetzt schon den ganzen Januar wieder beraten bei unserem Sauwetter da. Haben wir beraten, wo gehen wir dieses Jahr noch in Urlaub? Oh, haben wir gesagt, England. England wäre nicht schlecht, aber mit dem Linksverkehr. Ich habe es ausprobiert zwischen Esslingen und Wendlingen. Wir gehen jetzt in den Bayerischen Wald. Da waren wir schon mal vor ein paar Jahren im Bayerischen Wald. Da ist Luft viel besser, gell? Also wir dort ankommen, noch zum Pensionswirt. Sagen Sie, wie ist denn die Luft bei Ihnen? Kann man hier ein paar Tage Urlaub machen? Oh, hat er gesagt, Mensch, bei uns Luft. Super. Super, bei uns wären die Leute steinalt, so gute Luft in mir. Da habe ich gesagt, ja, wie alt sind denn Sie? Hat er gesagt, ich bin jetzt 74. Sage ich, und wie geht's Ihnen? Sagt er, mir geht's gut, bloß jetzt heute geht mir's nicht ganz so gut. Da sage ich, ja, warum gerade heute nicht? Sagt er, heute habe ich ein bisschen Krach gehabt mit dem Vater. Da sage ich, wie alt ist denn der Vater? Sagt er, der ist 96. Da sage ich, ja, und ihr zwei in dem Alter, warum habt ihr Krach gehabt? Oh, sagt er, wegen dem Opa. Da sage ich, ja, wie alt ist denn der Opa? Sagt er, der ist 121. Habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Da hat er gesagt, doch, das ist wahr, wenn du nicht glaubst, fragst du den Pfarrer, der hat ihn getauft. Also, immer so ein Gedöns mit dem Urlaub. Vor 4 Jahren waren wir oben an der Ostsee zum Wellreiten. Aber das war ein Erbe, bis ich den Gaul im Wasser gehabt habe. Vor 3 Jahren Urlaub, Gran Canaria, meine Frau heimgekommen, schwanger. Vor 2 Jahren Urlaub, Ibiza, meine Frau heimgekommen, schwanger. Letztes Jahr Urlaub, Mallorca, meine Frau heimgekommen, schwanger. Dieses Jahr habe ich gesagt, dieses Jahr gehe ich mit. Also ich sage es gleich, ich kann heute nicht so lang. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zurückkommen, wenn ich so weit von daheim weg bin. Ja, ich war erst im Herbst in Stuttgart auf dem Volksfest, auf dem Wasen. Und ich meine, diesmal war ich ja mit dem Bus dort, weil letztes Jahr habe ich mit der Schiffschaukel heimfahren wollen. Und dort im Festzelt drin habe ich dann auch so 5, 6, 8 Maß gehabt. Am anderen Morgen hat sie mich aufgeweckt, meine Frau, sagt sie, du, bist du heute Nacht mit dem Bus gekommen? Sage ich, ja, warum? Hat sie gesagt, ihn angerufen, sie braucht ihren Bus wieder. Und vor 2 Wochen, da war ich ein paar Tage drüber in der da bei Dresden. Jetzt, da habe ich mich ja gar nicht ausgekannt. Bin ich also gleich mit dem Taxi gefahren durch Dresden durch. Sitze ich so in dem Taxi drin, auf einmal halte der Fahrer an, dann sagt er zu mir, nö, wir sind da. Dann habe ich rausgeguckt, sage, hey, ich habe ins Theater gewollt, nicht ins Bordell. Hat er gesagt, du hast gesagt, du willst zu den städtischen Bienen.
Und wie ich wieder zurückfahren bin, bin ich durchs Rheinland gekommen. Mal, gell? Nichts gegen Rheinländer, da hat es auch rechte Leute. Die singen ja auch immer so ihre Rhein- und Weinliedle. Zum Beispiel singen die: Willst du im Leben ein Mädel mal freien, dann muss es am Rheinohr geboren sein. Aber der Text ist falsch. Es muss heißen: Suchst du im Leben die Frau deiner Wahl, dann muss sie viel Geld haben, der Fluss ist egal. Ja, also heute wird es nicht so spät wie gestern. Ich war gestern schon ein bisschen unterwegs. Heute Morgen hat mein Nachbar zu mir gesagt: Du, ich hab gehört, heute Nacht, wo du heimgekommen bist, bist mit voller Wucht gegen das Garagentor geknallt. Sag ich: Ja, stell dir mal vor, jetzt Auto dabei geht. Und dann pass ich auf beim Wegfahren. Letztes Jahr draußen wegfahren, gleich da vorne in eine Polizeikontrolle reinkommen und bin bei 30.000 Polizisten hinrufen. Deo, Deo, Deo. Ist gleich so ein Polizist hergekommen, sagt er zu mir: Zu dem Schrotthaufen, wirst doch du nicht etwa Auto sagen wollen? Sag ihm Gottes Willen neu, sonst muss ich nur einen Führerschein machen. Aber ich hab mir dann gedacht, der Führerschein muss trotzdem machen, weil meine Frau hat mir ja versprochen, dass sie mir zum nächsten Geburtstag einen Deo-Roller singt. Und die erst fast und war lustig. Sind wir gleich Einbahnstraße reinfahren. Mein Fahrlehrer hat sich ein bisschen aufgeregt. Sagt er: Weißt du überhaupt, wo du bist? Hab ich gesagt: Wo ich bin, weiß ich nicht, aber wir müssen spät raus sein, die kommen alle schon wieder zurück. Und bin bei 30.000 Leuten in Rufe. Deo, Deo, Deo. Und in der zweiten Fahrstunde hat es ein bisschen geregnet. Jetzt bin ich durch eine Pfütze durchgefahren, aber da läuft auch noch einer. Hab ich gedacht: Du hast geschwind anhalten, du hast dich ein bisschen entschuldigen. Wie ich aus dem Auto ausgestiegen bin, hat er schon so Sätze gelassen, sagt er zu mir: Du willst Sau. Hab ich gesagt: Guck dir mal selber an. Und bin bei 30.000 Leuten rufen. Deo, Deo, Deo. 287 Fahrstunden. Vier Prüfer und fünf Fahrlehrer. Und dann habe ich meinen neuen Fünfland-Jaguar gekauft. Trabi. Trabi 16V. Vier Ventil an jedem Reifen. Ich das erste Mal mit meinem Trabi fahre, Esslinger Reifahrer, sarf links abwogen, da ein Bein noch Reifen gewietzt. Und dann, ich weiß gar nicht, wie die badiert hat, mich gerade wieder überfallen. Links fast am Gardermeierle vorbeikommen, rechts ein bisschen Gartenzaus treift, mitten durch Salatbeet, und dann muss ich bald übers Fahrzeug verloren haben. Hat mit fünfmal übers Lager und bin bei 30.000 Leute hinrufen. Total schade. Mittlerweile habe ich auch schon wieder ein anderes Auto und das will ich auch schon wieder verkaufen. Das hat nämlich schon 180.000 Kilometer drauf, das andere. Jetzt habe ich gedacht: Mensch, der Häuptling vom LWK, der Bernd Lippa, das reimt sich sogar, gell? Der gibt mir immer Tipps. Jetzt sage ich letzte Woche zu: Mensch, Bernd, du musst mir mal wieder einen Tipp geben. Ich möchte gern mein Auto verkaufen, aber ich kriege das Ding nicht los. 180.000 Kilometer, was soll ich machen? Das Da sagt er: Dann dreh halt den Tacho ein bisschen zurück. Jetzt sagt er: Hey, zu mir, und hast dein Tacho zurückgedreht? Sage: Ja, auf 8.000. Sagt er: Dann hast du verkauft dein Auto. Sage: Bernd, ich glaub, du spinnst, glaubst, ich verkaufe ein Auto mit erst 8.000 Kilometer.
es wirklich Zeit, weil meine Frau macht sich immer Gedanken, wenn ich nachts zu spät heimkomme, der dann morgens ein Kaderfrühstück einnimmt. Und sie hängt so an dem Tierli. Dabei hat unser Kader erst kürzlich auf einer Vogelausstellung den ersten Preis geholt. Norbert. Norbert. Aha. Ich hau selber mal trinken dabei, weil jetzt doch der OB Ziegler eine neue Stadthalle gebaut hat und wie ich vorher gehört habe, sogar ein Häusle baut. Ich meine, noch ist das Trinken nicht mehr drin. Guck! Hallo. Also, Herr Ziegler, nichts gegen deine Stadthalle. Hanoi, aber es ist ein bisschen ein Scheißdreck. Hammer! Sie ist richtig menschenunfreundlich. Nähner kostet laufen, Ibral hat Stärke. Und was für Dinge? Ah, und weißt du, wenn du da gebrunzen musst? Ah, komm. Dann musst du bei Zeit gehen. Sonst ist alles Spaß. Mariette, du redest so schön, die Stadthalle ist wunderschön. Ich finde sie gut. Sind Geschmackssachen. Ha, komm, das hast du gut gemacht, lass dich loben. Weißt du, da geht's im Ländle andere Reichstädte, die planet und planet und planet. Und planet sich's dauert. Da kommt wieder ein Bürgerentscheid, dann planet sie und planen. Guck mal, ich habe extra das Wasser selber mitgebracht. Weil ich gedacht habe, wenn man so Geld ausgeht, dann bist du jetzt sicher ein Fußklemmer. Weißt du überhaupt, was ein Fußklemmer ist? Ja, der hat einem Furz zweimal, dass der Hose nichts tut, gell? Und weißt du, wie man einen Fuß ganz arg ärgern kann? Wenn man eine Sieb einlädt, dann weiß der zu welchem Loch, dass er raus muss. Aber du, das musst du noch gewinnen sagen. Was? Mit dem OB seinem Häusle. Ja. Der hat ja finanzieren auf der Bank. Na ja, klar. Na ja. Und dann hat der Banker gesagt, das macht man, da kommt ja auch ein rechter Zahltag rein. Und wie sieht es aus mit dem Zurückzahlen? Wie machen Sie das so im monatlichen? Dann hat er gesagt, 50 Euro im Monat. Doch. Dann hat der Banker gesagt, Sie spinnen, ja, da zahlen Sie ja 100 Jahre drauf. Weißt du, was er gesagt hat? Das ist mir mein Häusle wert. Und man muss bloß so, weißt du, zu einer Fasnetzveranstaltung, da wirst du allerhand inne. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass die den Namen gesucht haben, den Wettbewerb. Ich meine, Forum ist doch nicht schlecht. Guck mal nach, so hat man schon früher zu den Versammlungsplätzen in der römischen Stadtteil in der Antike gesagt. Das ist doch passend für Esling. Lass mal jetzt so stau. Dazu sage ich gar nichts. Ha, Essling ist wirklich auch ein bisschen... Ja, es ist ja recht. Ja. Ja. Und was will Sie jetzt noch etwas Neues nachbauen? Ein Lounge. Ah ja, jetzt wird es eben schlimmer. Forum, Lau. Da bricht ja Gosch an. Das hat man heutzutage so. Und was ist das? Etwas Besonderes. Aber das trifft aus zwei nie, weil da kommen wir nie rein. Weißt du, da sind sie so fein und so essen sie ah, auch. Da bin ich mal gewesen, so etwas. Ah, mach doch keine Dinge backen. Ja, du glaubst nicht. Da geht's nichts Rest zu essen. Also dabei ist Esslingen doch wirklich eine schöne Stadt. Wunderschön. Also das muss ich eben wieder sagen. Und in Esslingen kann man sogar Urlaub machen. Ja, gell. Wenn du 14 Tage nichts verleben willst, dann bleibst du in Esslingen. Merke, dass da sitzen die Einheimischen. Ja, Mary, das war jetzt auch so. Ja, jetzt tue ich es halt wieder raus. Weißt du, wer gescheiter ist? Esslinger oder Berliner? Ha, das ist jetzt auch ein doppeliger Vergleich. Nein, das ist kein doppeliger Vergleich. Das sind auch Esslinger. Oh, was? Weil jeder Esslinger weiß, man Berlin ist, aber kein Berliner weiß, man Esslinger ist. Ich sitze nächtweise im Nest drin, bis ich ihn beieinander haue.
Dann trinken wir halt noch mal. Aber noch kecklich. Gell? Hast du daheim einen blöden Alter? Fahr mit ihm zu Gletscherspalter. Und fällt er nicht von selbst hinein, dann musst du ihm halt behilflich sein. Zum Wohl! Ja, ich mache ja auch viel für die Völkerverständigung. Ich habe einen Nachbar, der ist Türk, der Ali. Da ist etwas los. Im Sommer hat er seinen Passerteppich ausgeklopft übers Geländer, gell? Hat der Teppichklopfer hat er draufgeschlagen wie ein Bläder. Hat er gesagt, Ali, was ist los? Springt er da oder was? Eile. Ja, das ist so ein Teebeitelwitz, den musst du ein bisschen ziehen lassen, dann kommt der gewalttätig, gell? Hey, dann habe ich samstagmittags des deutschen liebstes Hobby gemacht. Ich habe mein Auto gewaschen. Dann habe ich angefangen, schön zum Eishäufen. Dann hat der Ali seinen 3er BMW rausgefahren aus der Garage, auch angefangen zum Eishäufen. Dann habe ich schön abgespielt. Der Ali sein BMW auch schön abgespielt. Dann habe ich mein Wachstiebli geholt, schön eingewachst. Der Ali auch reingewackelt, auch sein Wachstiebli geholt, auch schön eingewachst. Dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du noch den Abhalleffekt testen. Hat einen Tesla Wasser geholt, schön drüber laufen lassen, schön ist abhalt. Was macht der Ali? Geht in seine Garage rein, kommt mit der Säge wieder raus und sägt hinter den Auspuff weg. Sag ich, Ali, was soll denn der Scheißdreck? Sagt er, wenn du deine Auto taufen, dann ich meine beschneiden. Oh. Aber Eile. Ja, und beschnitten wirst du heutzutage überall, oder? Ja, vor allem im Verkehr. Also im Straßenverkehr meine ich jetzt. Ist ja furchtbar. Die Polizisten überall wirst du rausgezogen. Und seit ich international unterwegs bin, treffe die Typen laufend. International, wisst ihr, was ist, oder? International. Ich erkläre es euch, pass auf. International ist für den Amerikaner immer Schotterrock, eine Japanerin immer bayerischer Dirndl auf einem englischen Schiff, das unter russischer Flagge fährt. In andalusischer Nacht bei griechischem Wein und ungarischer Musik hinter spanischer Wand französisch verführt und sie mit Schweizer Franken zahlt. Das ist international. Ja. Ah. Herr Freile. Und dann hat er mich angehalten. Er kommt da zu mir her und sagt, Sie wissen, warum ich Sie anhalte. Dann habe ich so zu dem Nuss gelächelt. Ach, lassen Sie beraten, Wachtmeisterli. Sie sind einsam. Hm? Und dann war der sauer, du. Hat er gesagt, hätten Sie was gegen Alkoholprobe? Und ich sag, kein Problem. In welcher Wirtschaft fangen wir an? Sagt er, steigen Sie mal aus, Sie haben doch gesoffen. Und ich sag, also, Herr Oberschützergrenadier, mit Sicherheit nicht, gell? Sagt er, steigen Sie mal aus. Mit Ihnen mache ich jetzt einen Test. Hat er gesagt, stellen Sie mal vor, Sie fahren auf der Straße entlang, Ihnen kommen zwei Lichter entgegen. Was ist das? Sag er, ja, wo der Auto sei. Sagt er, ja schon. Aber was für uns? Ein Mercedes, ein Volvo, ein Audi? Sag ich, weiß doch nicht. Sagt er, seht Sie es im Soffen? Sag ich, neu. Sagt er, gut, nochmal ein Test. Stellen Sie mal vor, Sie fahren die Straße entlang, Ihnen kommt euer Licht entgegen. Was ist das? Sag ich, ja, logisch. Wird ein Motorrad sein? Sagt er, ja, aber was für uns? Honda, Suzuki, Kawasaki? Sag ich, weiß doch nicht. Sagt er, seht Sie, besoffen. Und dann waren wir es blöd, gell? Dann hat man da oben das dritte Sigomatikringli, hat es mir einen Ausdruck, das rote, gell? Habe ich gesagt, jetzt mache ich mal einen Test mit Ihnen. Habe ich gesagt, stellen Sie mal vor, Sie fahren die Straße entlang. An der Straße steht ein leicht bekleidetes Mädchen. Mini-Röckli an, oben druckt die Äpfel aus, schön angeschmiert. Was ist das? Sagt er, ja klar, wo der Nutte sei. Sag ich, ja schon, aber was für eine? Ihr Mutter, ihr Frau, ihr Tochter. Freile. Und mit der Polizei da erlebst du eh Sachen. Ich hab drei Kumpels, mit denen spiele ich immer Binnockel. Meine drei Kumpels sind alles Lehrer. Der eine ist Lehrer für Sonderschule, der andere für die Realschule und der letzte fürs Gymnasium. Und da ist uns das letzte Mal das Schlimmste passiert, was da passieren kann, und sie ist Bier ausgegangen. Dann ist mein Gymnasiallehrer auch schon gesagt, Jungs, das ist kein Problem. Ich frag schon in die Ruhekiste. Der ist gefahren, eine halbe Stunde später kommt er wieder, sagt er, Jungs, Scheiße gelaufen. Putzereikontrolle. Führerschein abgeben, ist das Auto stehen gelassen. Und Bier habe ich auch geholt. Sagt mein Realschullehrer, du bist ein Sackel.
Lassen wir nie machen. Der geht auch nicht. Halbe Stunde später kommt er wieder, sagt er. Scheiße gelaufen. Putzelei kontrollen. Führerschein weg, Auto stehen lassen müssen. Und Pfeil habe ich auch gewusst. Dann ist mein Sonderschullehrer aufgestanden und sagt, ihr seid doch beides Tage. Lassen wir nie machen. Der geht, eine halbe Stunde später kommt er wieder. Was bringt er mit? 3 Kästen Bier und der Führerschein vom Gymnasiallehrer und vom Realschullehrer. Und sie fragen, sag mal, haben Sie nicht angehalten? Seid ihr frei? Warum dir ist nichts passiert? Sie, aber ich kenne meine Bube Eleanor mit dem Vornamen. Freile, wenn jetzt also vor der Sonderschule lauter Polizeiautos ständet, dann muss da gar nichts passiert sein. Entweder Elternabend oder Klassentreffen. Ja? Jetzt, ich bin ja jetzt auch seit letztem Jahr verheiratet und meine Frau, die will unbedingt ein Kind. Und die schafft mit unlauteren Mitteln. Die hat jetzt Pille abgesetzt. Und dann denkt er, ich merke es. Aber ich bin halt von Blädhausen. Natürlich hat es gemerkt, gell? Dann habe ich vorher noch Gummile drüber da. Wo wir noch fertig waren, hat meine Frau gesagt, so mal, wie sollen unser Bulli jetzt heißen, wenn es auf die Welt kommt? Das Gummile runter da und Knoten eingemacht, nachgehoben und gesagt, wenn er da rauskommt, David Copperfield. Aweile. Naja, aber ich bin jetzt, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich verheiratet bin. Natürlich gibt es auch ab und zu mal Krach. Ja, gleich nach der Hochzeit hat meine Frau mich gefragt, Schatz, tätst du, wenn ich sterbe, auch wieder mit einer anderen Frau schlafen? Und ich gesagt, Schatzi, dafür musst du doch nicht tot sein. Ich geh da tot. Naja, aber, Freule, ich bin froh, dass ich jetzt aufgehoben bin, gell? Ja. Weil früher als Lediger, da bist du von einem Nest ins andere gekopft. Mensch, ich war in so viel Kleiderschrank, dass ich mit Elle Motto partout bin. Das ist schlimm. Und dann ab und zu kannst du die Hose nicht mehr anziehen, ja? Wenn da der Mann heimkommt, dann musst du schnell raus. Und dann hopfst du da nackt zum Balkon runter mit dem nackten Arsch in Brennnessel rein. Das ist nicht lustig. Und gesagt, das auch noch wie so. Und dann denkt, wie kommst du jetzt da heim? Dann habe ich eine Gruppe Jogger gesehen, die sind gerade bei mir vorbeigejoggt. Und ich denkt, hä? An denen da hängst du nach, gell? Und ich hinter da. Hat sich einer umdreht. Nabet. Sag ich, nappend. Joggen sie immer nackig. Sag ich, ja. Ist gesund. Sagt so. Und immer mit Kondom. Wenn ich sage, neu, bloß wenn's regnet. Ja. Dankeschön. Sag mal, ey. Musst du mitten in den Weg reinhocken? Hast du kein Nest daheim? Na komm, dann geht mir wenigstens in den Steigbiegel. Wie heißt, ich bin's Elspeth. Ich bin der Erich. Erich, Erich, komm, helf mir mal auf. Achtung, aber langsam, gell, weil ich ihn erkenne, schließt nie gelingt. 1, 2, 3, hopp! Hey, Erich, ey, mein Feuer. Das verstand ich gar nicht. Mein Ding hätte doch da reagieren müssen. Sie haben so ein neumodisches Ding. Das hätte doch da hupen müssen, wenn der Erich im Weg guckt. Weil da habe ich meine Routenpläne eingegeben mit Staumeldung. Dann hätte doch der das merken müssen, dass der Kerl da mitten hockt. Das gibt's doch gar nicht. Aber das von Anfang an ist das dumm gelaufen mit dem Ding da. Von Anfang an, weil ich ja gehört, dass man jetzt was ganz Modernes gibt's jetzt, wo man wischen kennt. Ich habe mich auch noch gewundert, warum man das plötzlich mit Elektrofachmarkt kriegen soll. Dann bin ich nah, jetzt habe ich es angeguckt. Also wischen geht einwandfrei. Du kommst auch in alle Ecken, aber auswenden, ganz schlecht, ganz schlecht. Jetzt müssen wir uns halt erfreunden und miteinander beschäftigen. Und mein Alois muss halt aufpassen, wenn ich dann wisch, dass er nicht stolz Päp auf mich aufsteht. Sonst kriegt er ein paar Backen.
Also im Grunde genommen ist ja das Ding nicht schlecht, gell? Aber sie schauen billig. Aber seit wir jetzt den Mindestlohn haben, Leute, das ist der Hammer, seitdem gehe ich wieder gern arbeiten. Und dann tut mir so ein Ding auch nicht weh, das zahle ich aus der Kasse. Aus der Portokasse, genau, hast du auch eine. Das ist genial. Das ist super. Und was da alles auch immer drinsteht. Bloß natürlich, gell? Also eine Leiste. Keine sich das jetzt, also so eine ausgeruhte Sitzung, könnte sich bloß nicht Oberschicht und jetzt Mittelschicht leisten. Weil ich kassiere 8,50 Euro für die Aussitzer. Das mache ich, das ist mir scheißegal. Ja! Männer, ihr werdet gleich nicht mehr singen. Weil ich kontrolliere das mit dem Nachhocken. Da stand ich davor, ne? Da guck ich unten durch und da, wo die Ferse nach vorne gucken. Da nehm ich den Schrubber. Und dann schlag ich von unten auf. Frauen, da müssen wir mal sehen, wie schnell die mit ihren Zielfernrehren hocken. Einwandfrei, das geht nicht besser. Ich bin wieder da. Ach, Mölle, das ist jetzt aber klasse. Ja. 2 Stunden hast du bloß gebraucht, he? Mhm. Für die 3 Sachen zum Einkaufen. Respekt! Das ist ja ein Rekord, 3 Sachen in 2 Stunden dicht. Ja, mich können wir halt brauchen. Ja, freilich. Und hast du auch Brot mitgebracht? Und ich habe ja gesagt, wenn sie euer hin, sollst du 6 mitbringen. Ja, habe ich gemacht. Was? Ich habe Brot gekauft, 6 Stück. Wie, du hast 6 Brot gekauft? Du hast doch zu mir gesagt, ich soll Brot kaufen. Und wenn sie euer haben, dann soll ich 6 kaufen. Und die haben euer Kit. War das jetzt auch wieder nicht recht? Also mein Mann kann mir überhaupt nichts erweisen. Und ich sag's euch, mit dem Einkaufen gegangen, das macht überhaupt keinen Spaß. Da bist du in x Läden drin und irgendwann schlupft er dann in ein paar Hosen ein. Mit einem so einen lustlosen Gesicht, dass ihn gerade entwenden Pepper kennt. Und wenn er mal in der 7. Hose drin ist, endlich, nach 3 Stunden, dann kommt er raus, strahlend. Und dann läuft er auf und ab wie so ein Pfau. Und dann sagt der Guckelsbädli, wenn ihr gleich wisst, die letzte Hose, das ist die beste. Die sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Aber ist ja auch kein Wunder, weil mit dieser Hose sind wir gekommen. Aber mit dir einkaufen gegangen ist auch nicht besser. In meinem Weib einkaufen hast du nur schwarze Hose einkaufen. Hm? Weil schwarze Hose machen dir schlank. Ich bin fein nicht dick. Das hätte ich auch nicht gesagt. Du bist halt nur an manchen Stellen ein bisschen geschwollen. Und dann geht es an jeden Ständer nach, holt überall die schwarze Hose zusammen, geht in die Kabine rein, zieht LR. Schlawenzelt 27 Mal vorm Spiegel hin und her, weil dir jede schwarze Hose gleich aussieht. Und dann nimmt sie den ganzen Packer, geht an den Kass und lässt es zurücklegen. Nach dem 5. Laden weiß sie nicht mehr, wo sie was hat zurücklegen lassen. Und dann geht sie mal ins Café und dann frisst sie eine Torte. Zum Überlegen. Und am Schluss gehen wir ohne irgendetwas einkaufen wieder heim. Der ganze Samstag hey. Aber man hat ja 5 Hosen schon daheim, eine schwarze. Da braucht man ja noch keine mehr. Du hast ein Geschwätz, mein Mann wäre ein Pfutzkerl, wenn er nicht so wäre wie er ist. Und wenn ich dich gerade so angucke, dann ist am besten, du gehst heim. Wir müssen nämlich noch die Kutter immer ausstellen. Und ich mache jetzt daheim meine Sitzung fertig und du gehst jetzt. Und weißt du was, dann tust du heim jetzt gleich auf der Stelle noch Rasen mähen. Jetzt auf, komm, gang, eine. Jetzt im Februar, mäh doch keinen Rasen. Wenn ich sage, dann wird das gemacht, ist das klar?
Und dann weißt du was, wenn du eh schon daheim bist, dann tust du gleich die Spülmaschine leeren. Mhm. Weil, wie gesagt, ich muss da mal einen Dienst machen. Dann tust du gleich noch in der Küche stehen, den Topf, da liegt, lupfst der Deckel, hebst das Gesicht rein, dann kannst du die Soße abschrecken. Dann kannst du Kellertreppen noch nachputzen, Socken kannst du zusammen machen und jetzt kannst du gehen. Auf geht's, ab, ab, du ja. Störst. Krieg ich noch auch 8,50 Euro. Spinnst du? Du kannst den Mindestlohn haben, Spätzle. Na, machen wir es lieber wie immer. Umsonst. Hello! Hello! Kundenzeit! Der Wecker klingelt. Wenn ich auf von meine Kier und singel. Ich fahre lang in den Ganger Schwelger. In den Mund raus, ich muss zum Melder. Felderbesteller, meine Kinder, die brauchen ein Wasch auf dem Teller. Ich hab den ganzen Tag hier so, meine Heimat hier ist wild und rau. Frau hat heute Mittag gesagt, du, wenn du heute Abend nach Gundelsheim zu den Narren gehst, sei anständig und amüsier dich gut. Jetzt was? Jetzt muss ich aber gerade mal geschwind fragen, sind eigentlich hier heute Abend alle der schwäbischen Sprache mächtig? Das haben wir gedacht, gell? Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil
Die Schwaben, die sagen ja isch. Ja, und in Hochdeutschland, da sagt man ist. Und es ist ein Unterschied, ob eine Dame eine Gans isst. Nein. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte was gegen Frauen. Nein. Ich habe meine eigene schon zum dritten Mal über die Türschwelle getragen. Jedes Mal kommt sie wieder rein. Ich bin aber auch gefragt worden, warum sie heute Abend nicht dabei wäre. Dann habe ich gesagt, oh, ich weiß noch. Letztes Jahr hier in Gundelsheim, da sind wir auch zum Eingang reingelaufen, so Arm in Arm. Jetzt ist da gleich was Blondes gesessen, hat mich angelacht. Dann hat sie mir einen Boxer gegeben, sagt sie, du erklär mal mir, wer das ist. Dann habe ich gesagt, komm mir auf, überleg mir gerade, wie der erklärt, wer du bist. Aber jetzt endgültig, ich hoffe bloß, dass wenn ich heute gehe, gell, dass ich heute Nacht ein bisschen besser schlafen kann wie die letzte Woche einmal. Ja, da hat letzte Woche mal eine Nacht lang die ganze Nacht Nachbars Hund bellt. Da bin ich aufgestanden, nachts um 3 raus aus dem Bett, runter am Garten, wieder zurückgekommen, sagt meine Frau, hat sie so einer Bettdecke vorgespickt, sagt sie, wo warst du jetzt? Ich sag, war unten am Garten, hab's Nachbars Hund rübergeholt, bei uns im Garten eingesperrt. Hat sie gesagt, wieso das? Dann habe ich gesagt, Nachbar soll auch mal hören, wie das ist, wenn es Nachbars Hund bellt. Und außerdem muss ich heute Abend noch schnell an den Stammtisch. Ich bin immer sonntags abends am Stammtisch. Letzten Sonntag haben wir Wettlüge gemacht. Wer am besten liegt, kriegt 50 Euro. 50 Euro auf den Tisch und der Max neben mir hat angefangen. Sagt der Max, ich bin die Woche bei uns auf dem Kirchturm gestanden, die Arme ausbreitet und losgeflogen. 3-mal um den Kirchturm, 2-mal ums Rathaus und auf dem Sportplatz bin ich gelandet. Dann habe ich die 50 Euro eingesteckt und habe gesagt, und ich hab's gesehen. Grüß euch. Leute, ich war im Urlaub. Aber es war scheiße. Wisst ihr, was scheiße ist? Wenn der Furze etwas wiegt. Weißt? Ja, ist doch so. Meine Frau und ich gleich am ersten Abend krachket. Ging's wieder drum, weißt? Hat sich meine Hilde in ihr Hosen eingequetscht. Hat ich gesagt, Hilde, bist du sicher, dass dir die Hose passt? Hat sie mir auch gesagt, ist ja lustig, wie du ausdrückst, dass du sterben willst. Weißt? Da müssen wir Männer aufpassen. Wenn es um die Zunahme der Frau geht, müssen wir aufpassen. Müssen wir immer ein bisschen umschiffen, das Thema. Neulich fragt sie, Schatz, glaubst du, dass sie zugenommen haben? Sag ich, nein, das Wohnzimmer ist geschrumpft. So, warte. Aber meine Hilde, die macht jetzt Sport. Ja, die macht Sport, nein, ich komme rein, strackt sie im Wohnzimmer auf dem Boden, beide Füße nach oben. Sag ich, was tust du denn da? Sagt sie, ich mach Yoga. Das ist eine Kerze. Sag ich, wie Kerze? Du hast doch gerade gepupst. Sagt sie, ja, eine Duftkerze. Und wenn ich mit meiner Frau in Urlaub gehe, die will ja immer in die warmen Länder. Und ich kann es nicht brauchen. Schau, Leute, wegen den Moskitos. Kennt ihr die Moskitos? Der Bernd kennt sie. Bernd, stand mal auf. Ja? Der Bernd, der war vor 2 Jahren im Urlaub. Ist von einem Moskito gestochen worden. Genau in der Bauchnähe. Der ist heute noch geschwollen. Ja. Au. Macht doch nichts draus, mir geht's genauso. Meine Frau, die hat jetzt eine sprechende Waage gekauft, aber ich gehe nicht mehr drauf. Wo ich selbst mal drauf war, hat die Waage gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Aus! Hör auf! Und dann,
Und dann muss meine Frau ja auf jedes Schiffle, was sie sieht, weißt du, da muss sie immer drauf, komm, ihr fahret. Und mir wird so schlecht auf diese Dinger. Seekrank, ich werd seekrank. Kennt ihr das? Ja? Wenn sie euch ausgeht, ich habe ein super Mittel. Bevor ihr das nächste Mal auf ein Schiff geht, ganz, ganz viel Zartbitterschokolade essen und ein bisschen Pfefferminz. Es hilft nicht, schmeckt aber beim Spuckerle machen wie After Eight. Ist super. Ja. Aber ist im Abgang sehr blumig. Ja. Aber von meiner Frau mache ich das gern, da kriege ich gerne mal einen Bogenhust, da was soll's. Ja. Ich bin eh der sensiblere Teil bei uns in der Beziehung. Neulich kommt sie auch und sagt, Schatz, sag mir doch mal die drei Worte, die ich von dir am gernsten höre. Sage, du hast recht. Sagt sie, du Dackel, ich meine doch die anderen drei. Sage, ich bin schuld. Ja. Und schon war der Krach wieder da, gell? Aber wann hast du denn mit der Frau der erste Krach? Meistens 3 Wochen, nachdem du zusammenziehst. Dann kommt das Thema, nachhocken beim Pipi machen. Ja? Und wir Männer standen halt gern. Ja, aber ich bin jetzt kuriert. Seit ich verheiratet bin, hocke ich auch. Männer, es ist gar nicht schlecht, probieren Sie mal aus. Weißt du, hockst da so, es ist so schön leise, du lässt ihn so ins Wasser reinhängen und es. Mach dir's anders oder was? Ja, also. Hey, ich hocke jetzt bloß noch. Bloß bei der Deutschen Bahn, da mache ich es nicht mehr. Da bin ich einmal in der Weiche hängen geblieben und seid da rein. Ich habe euch jetzt noch was mitgebracht. Herr Kapellmeister, ich bräuchte den Ton bitte. Mädels, aufpassen, an euch hängt's, gell? Lasst mich im Stich. Ich muss gleich voll reinhauen. Und ich darf auch ruhig aufstanden. Jawohl! Jetzt geben wir nochmal alles. Und die Damen, auf geht's! Zwei Schwinger Mütter, stock besoffen, die waren einst ans Meer gelaufen. Die eine, die ist gleich ersoffen, und von der anderen wollen wir's hoffen. Drum hoch der Kolber und einer Zänge, morgen müssen wir Wasser trinken. Und die Damen, auf geht's! Oh Alkohol, oh Alkohol, dass du mein Feind bist, das weiß ich wohl. Doch in der Bibel, da steht geschrieben, man soll auch seine Feinde lieben. Drum seh ich die immer zu ihrem Schorsch, leere nah und halt ein Gosch. Und die Damen, wir Dankeschön! Gute Zeit! Hello!
schon müde? Nein! Wollt ihr nach Hause? Nein! Was wollt ihr dann? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erleben Sie nun einen ganz besonderen musikalischen Kunstgenuss. Sie erleben nun einen ganz besonderen Kunstgenuss. Ja. Sie erleben nun einen besonderen Kunstgenuss. Was ist denn das jetzt so, meine sehr verehrten Damen und Herren? Werden Sie nun leibhaftig Zeuge hier, wie Katsche ein ganzes Fuhrwerk voll Schnitzel verspeist? Alter, Grusche. Oh, Klingelin. Ich muss mich konzentrieren. Silizium. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Das muss ich dich fragen. Was ist denn jetzt los? Was spinnst du? Weißt du, du kannst da groß auftrumpfen und da die große Katzenshow machen, da, bloß weil da der Oettinger hockt oder was? Da? Klingelingelingeling. Sag ja? mal, ich bin doch auch noch da. Aber willst du jetzt vielleicht Stabsauger oder was? Halt dein Maul, ich muss mich konzentrieren. Silenzium! Und jetzt spiel Amazing Grace. Was, Amazing Grace? Amazing Grace soll spielen. Auf! Vor langer Zeit im Märchenland, am Brunnen vor dem Tore, saß mit einer Kugel in der Hand des Königs Tochter Lore. Am Brunnen sitzt die Lore, spielt mit dem goldenen Ball. Fallen mit einem dumpfen Knall. Leg mir Arsch! Du schlachen du doch wieder nein! Jetzt will das Scheißdrecksding du nein! Wie bringt es dem Vater bei? Aufgeschreckt von dem Geplärre erscheint im Wasser dann ein Frosch. Wie soll man bei dem Krach durchlaufen? Halt doch endlich mal dein Gusch! Doch kaum hat sie den Frosch gesehen, fängt sie auch schon an zu flehen. Dich schickt der Himmel, liebes Tier. Ich brauch die Kugel, hol sie mir. Sag mir, was du willst dafür. Bist du sauer, wenn ich dir einfach sag, ich möchte so gern bei dir schlafen? Wenn ich sag, dass ich nach dir verrückt bin, hältst du mich dann für schlecht? Wirst du aufstehen und gehen oder froh sein, dass wir zwei uns schlafen? Bist du sauer, wenn ich dir einfach sag, ich will so gern bei dir schlafen? Ich bin nicht sauer, lieber Frosch. Ich hab nur etwas Ekel.
hat er die Kugel mir gebracht. Lass ich ihn stehen, den Segel. Gesagt, getan, der Frosch taucht ab. Er träumte von Amore und holt herauf als Liebespfand die Kugel von der Lore. Auf ins Schloss, du holde Maid, wie wir vorhin besprochen. Verlieren wir besser keine Zeit, versprochen ist versprochen. Der Lore nun, ich sag's euch kurz, war ihr Schwur auf einmal Schnutz. Nein, nein, ich nehm dich nicht zu mir heim, du kleines grünes Fröschlein. Und hast du auch die goldene Kugel mir gebracht, kommst du mir nicht in meine Kiste heute Nacht. Nein, nein. Er schaut sie an mit großen Augen. Was er da hört, kann er kaum glauben. Als Frosch verwunschen, glaube mir, stehe ich als Frosch, als Prinz verwunschen, glaube mir, stehe ich als Frosch hier neben dir. Drum küss mich schnell, du blöde Kuh, dann hat mein arme Seele ihr Ruhe. Zur Lore sprach nun ihr Gewissen. Ach, was soll's, ich werd dich küssen, ob Frosch, ob Esel, ganz egal. Sei du als Prinz dann mein Gemahl. Der Fluch nun keine Kraft mehr hatte. Und vor ihr steht ihr Göttergatte. Doch der Lore war es peinlich. Es war kein Prinz. Es war der Heinrich! Ich hab ein Schiffer bin, hab ich denn noch hohes Glück. Hohen Sinn und heiteres Leben ist von lauter Lust umgeben. Gebe meinen Honus da nicht für Rohr und Sektor ab.